Mahlzeit Leute, Kraft90 Gaming ist nochmal am Start und heute geht es nochmal um das PlayStation 8.00 Update. Da hatte ich ja heute Mittag schon ein Video, beziehungsweise ihr seht das erst morgen, also gestern habe ich ein Video hochgeladen. Da geht es um das PlayStation Update 8.00 und ja, jetzt haben mir so viele Leute in die Kommentare geschrieben, die haben Probleme, die Controller im also im abgesicherten Modus zu verbinden. Da habe ich leider noch keine Möglichkeit gefunden, wie man das beheben kann. Bei mir hat es beim dritten Mal funktioniert, zum Glück. Ich drücke euch natürlich an der Stelle auf jeden Fall die Daumen, dass ihr das hinbekommt. Durch das ganze Rotz-Update haben wir jetzt alle Probleme bekommen, die wir alle nicht brauchten und auch nicht wollten. Jetzt ist aber an der Stelle, warum ich auch das Video jetzt hier mache, ich habe mir gedacht, das müsst ihr auf jeden Fall alle wissen, weil die größte Veränderung, die jetzt durch den Update gekommen ist, ist, dass alle Partys ab jetzt aufgezeichnet werden. Ne? Also die Partys sind mit den Nachrichten gekoppelt, sodass, wenn ihr Scheiße baut oder euch jemand so nervt oder provoziert, dass ihr ihm dann irgendwas Blödes schreibt, kann alles gegen euch verwendet werden. Also ab jetzt höchste Vorsicht geboten. Passt auf, was ihr sagt in Party-Chats, wenn ihr da irgendwie mit irgendjemandem Theater habt oder so, einfach aus der Party lieber rausgehen, statt irgendeine Scheiße zu sagen, die er dann gegen euch verwenden kann. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Und ja, das Ganze wird natürlich dann auch bald auf der PlayStation 5 so fortgeführt. Ne? Also das ist jetzt quasi schon auf der PlayStation 4 übernommen worden. Und dann machen die natürlich, oder ist grundsätzlich geplant für die PlayStation 5. Und damit fangen die jetzt schon mal an. Also wie gesagt, man kann ab jetzt alles, was man sagt und schreibt, gegen euch verwenden. Ne? Die Strafen sind dann hinterher erstmal eine Woche Sperre. Wenn ihr dann nochmal irgendwie Scheiße baut oder auffällig werdet, ja, ein Monat Sperre. Und wenn ihr dann nochmal Scheiße baut, dann seid ihr dauerhaft gesperrt. Ja, keine Ahnung. Also ich finde es einfach nur geisteskrank und ich weiß nicht, was die sich dabei denken. Die Folgen sind dann dadurch, dass alles aufgezeichnet wird, längere Ladezeiten, ist klar. Also es wird nicht nur länger dauern, in eine Party reinzukommen, sondern kann natürlich auch durchaus sein, dass teilweise die Spiele länger brauchen zum Laden, weil einfach nonstop alle Party-Chats aufgezeichnet werden, was natürlich mega geil ist. Ne? Ist ja nicht so, als wenn das nicht schon öfter mal vorkam, dass die Ladezeiten schon lang genug waren. Also ich persönlich finde, das Ganze ist der größte Rotz und nicht im Sinne der Leute, die gerne auf der Konsole zocken. Man konnte bis jetzt auch vermeiden, mit irgendwelchen unerwünschten Leuten Kontakt zu haben und hat alles bis jetzt super funktioniert. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wir können jetzt nochmal hier auf der Seite gucken. Hier steht es ja, Update. Durch dieses Update sehen Benutzer eine Benachrichtigung über die Party-Sicherheit und das Sprachchats. In den, kann schon nicht mehr lesen, und das Sprachchat in Partys möglicherweise aufgenommen werden. Die Sprachchat-Aufzeichnung dient zur Moderation und ist eine Funktion, die beim Launch der PS5 verfügbar sein wird. Das ermöglicht den Nutzern, ihre Sprachchats auf PS5 aufzuzeichnen und zur Überprüfung an die Moderation zu schicken. Also, das habe ich ja gerade schon mal in der Kurzform so gesagt. Ne? Also, schon echt irgendwie eine krasse Nummer. Das Pop-up, das ihr derzeit auf der PS4 seht, soll euch darüber informieren, dass bei der Teilnahme an einem Sprachchat mit einem PS5-Spieler nach dem Launch also dieser Chat aufgenommen werden könnte und von dem PS5-Spieler von deren PS5-Konsole an sie geschickt werden könnte. Ne? Also da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Passt einfach auf, was ihr sagt und wenn ihr irgendwelche Spinner irgendwie eine Party habt oder was weiß ich. Einfach aufpassen, ne? Keine Scheiße machen und ja, das ist mir so gerade aufgefallen. Ich habe mir das Ganze mal so ein bisschen durchgelesen und ihr solltet einfach aufpassen und ja, wir sind mal gespannt, was noch so kommt und ich glaube einfach, ja, weiß ich nicht, ich will da keinem was unterstellen, aber meine Meinung dazu ist, vielleicht wollen die das so ein bisschen extra machen, dass man immer ja, die Schnauze voll hat und eine PlayStation 5 kauft, in der Hoffnung, dass alles besser läuft, beziehungsweise nicht mehr so lange Ladezeiten vorhanden sind und so weiter. Ne? Grundsätzlich wollen die alle Kohle machen und ja, wer leidet drunter? Ja, die Zocker, die Scheiße auch noch bezahlen. Ne? Leute, das wollte ich euch nur sagen. Passt auf jeden Fall auf in Zukunft und ich bin gespannt, was noch so kommt. Die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auf jeden Fall ein Abo da lassen würdet. Ich halte euch auf dem Laufenden, sobald ich irgendwas Neues erfahre, gibt es ein neues Video und ja, lasst einfach einen Daumen da. Ich bin raus, euer Kraft. No, a couple shooters that hit
you on the block. In the janitor, but I hit you